Jetzt sind wir wieder euer ABO. Ja. Bin beim Angeln draußen. Bin gerade ein bisschen auf Wurm unterwegs. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal eine kleine Spinnrunde hier, weil Aktivitäten von Barschen ist schon ganz okay hier. Und deswegen werde ich mal den kleinen Twister hier nehmen und hoffe, dass ich mit der Spinnrute da mal ein paar schöne Exemplare rausziehen kann. Und meine neue Action Cam will ich da auch gleich mal testen. So, dass weder mit Twister, Rapfenbleien und Gummifisch nicht funktioniert hat und hier auch viele Äste sind, wie ihr seht. Ich habe meinen Gummifisch abgerissen beim ersten Wurf. Probiere ich es jetzt mal mit Dropshot und zwar mit Wurm. Also hier auf dem Haken schön das Würmchen aufgefädelt, unten dran ist dann so ein Blei. Ja, im Endeffekt stellt man das dann nur auf Grund, macht so ganz leichte Zupfbewegungen, um Barsche oder so anzulocken. Ja, und damit versuche ich jetzt mal mein Glück. Wie ihr seht, allzu tief ist es nicht eingestellt. Das Wasser hier, vor allem in Ufernähe, hier ist alles recht flach. Ja, und na, ich hoffe, dass ich so weniger Abrisse habe, wenn das Blei nur am Boden liegt und der Wurm dann schön im Freiwasser pendelt sozusagen. Hoffe ich mal, dass ich so Erfolg habe und noch einen schönen Barsch ziehe. We'll be right back.
Ah, sehr schön. War gerade mein erstes Bärchen oder allgemein Fisch auf Dropshot. Nicht gerade der kapitalste, aber dennoch schön. Ja, und bevor es jetzt ganz duster wird und ich meine anderen Routen vorbereiten muss, probiere ich es nochmal mit so einem schönen Gummifischchen. Da sind das Bleikopf drauf, 2,6 Gramm. Eine etwas dunklere Farbe gewählt von denen, die ich zur Auswahl habe. Ja, den ziehe ich jetzt noch ein wenig durchs Wasser und dann ist für Spinnfischen heute. Leute, das war's mal mit Spinnfischen. Immerhin ein Bärchen auf Dropshot. Mein erster auf die Montage. Freut mich. Nicht die Welt, aber macht ja nichts. Bin ja hier nicht um ständig Fische zu fangen, sondern einfach der Spaß daran. Ja, und weitere Videos folgen eh mit Sicherheit. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer ABO.